auf in die innere Zeremonienkammer. Was steht denn hier? Inneren Zeremonien. Okay. Die innere Zeremonienkammer. Hier leben die Schlangen des Wassergottes, die darauf warten, das Fleisch der Schwachen zu verschlingen. Nur ein Krieger, der wie eine Schlange schwimmt, kann sich aus ihren Klauen befreien. Na toll. Und das sollen wir sein? Ich glaube ja nicht dran. Aha. Hauptteiger. Scheiße. Das war eigentlich so nie geplant. Na toll, der kann ja einfach durchballern und ich treffe den Vogel. Naja, da werden wir wahrscheinlich wieder was verpasst haben. Weil die Nali, wenn die immer im Angstmodus sind, dann helfen die eben nicht mehr. Zumindest nicht so ohne weiteres. Was ein wenig schade ist. So, kommen wir hier lang. Oha. Okay, hier kommen wir zumindest nach unten. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Das heißt, hier sind wir jetzt genau da. Eine Ebene tiefer. Okay, rumtauchen habe ich hier keine Lust. Das macht mit Sicherheit keinen Spaß. Aber wir können ja zumindest schon mal die eine oder andere Schlange erlegen. Was wir auch tunlichst machen sollten. Schon wieder diese komischen Mücken. Irgendwo müssen die hier rumfliegen. Ich verliere gerade die Übersicht ganz spontan. Ach so, ja, von hier kommen wir ja gerade, ne? Genau. Von da kommen wir, dann gehen wir doch mal. Okay, da hinten geht es nicht weiter. Schwimmen habe ich gerade keine Lust. Na los, geh. Gehst du sterben? Da. Was mit dem anderen nicht funktioniert hat, probieren wir jetzt bei denen aus. Gucken wir mal, dass das klappt. Jo. Das heißt, da haben wir da zumindest schon mal weniger Probleme. Und jetzt probiere ich nochmal, ob ich hier vorne durch die Türe kann. Und dann wird es wahrscheinlich ins Wasser gehen, wenn das nicht geht. Oh. Hier geht's auf. Das ist aber hübsch. Jetzt schon wieder die 8 Ball. Ja. Das bringt uns aber nicht wirklich viel, nehme ich an. Ja. Scheiße. Uah. Ja, woher wusste ich das? Jo, aus dem Grund habe ich hier vorne mal abgespeichert. Aber ich wollte es eigentlich auch bloß mal zeigen, mal ganz kurz. Weil man, wie gesagt, hier lang gehen kann, wenn man das möchte. Und dann darf man hier einen waghalsigen Sprung wagen. Jo. Und hoffen, dass man nicht stirbt auf diesem schmalen Grat. Das ist natürlich sehr feierlich. Ich denke, wir hauen wieder ab hier. Ist, glaube ich, gesünder. So, ja, oben waren wir ja schon überall. Das heißt, jetzt geht's ab nach unten. Hier gibt's irgendwann nochmal Nachschub für, ne, wenn wir das brauchen. Jetzt brauchen wir es nicht, deswegen. Also hier, ihr wisst schon, Atemgerät und so. Deswegen schwimmen wir jetzt mal hier runter, legen mal den Nebel um. Ach du Kacke. Oh, 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 oh. Bin ich doch
froh, dass wir hier unser Geschoss haben, den wir die schon aus der Distanz wegballern können. Okay, wir haben Hebel umgelegt. Allerdings weiß ich noch nicht, was das gebracht hat. Deswegen werden wir jetzt nochmal lang schwimmen. Hoffen mal, dass uns das was bringt. Oben waren wir ja wahrscheinlich schon. Vermute ich zumindest. Oder? Gucken wir gleich nochmal. Ach, bei Junge, schon wieder so ein blödes Vieh. Also diese Schlangen sind echt lästig. Vor allem gibt es von denen geschätzt eine Million. Habe ich das Gefühl. Aber so richtig gebracht hat es irgendwie noch nichts, ne? So das Gefühl, da geht es nicht lang. Hier unten waren wir noch nicht. Sammeln wir mal ein. Das auch. Okay, von da hinten kommen wir. Dann gehen wir jetzt mal hier vor. Schauen mal, was wir hier so finden. Hier geht es nach oben. Da legen wir aber vorher mal den Schalter um. Ist jetzt gerade das Atemgerät ausgegangen? Das klingt so, ne? Okay, okay. Hier gibt es keine Secrets mehr und von hier kommt man auch nicht weiter, alles klar. Gut, das heißt, wir tauchen zurück. Und es hat sich so angehört, als wenn da was aufgegangen wäre. Das heißt, wir probieren es jetzt nochmal. Hier vorne, genau. Alles klar, das war ja wohl eindeutig. Versuchen wir noch zu erlegen. Hoffentlich kriegen wir den noch. Der hing offensichtlich irgendwo fest. Jube da. Abo G. Hier holen wir. Der will offensichtlich nicht wirklich mit uns reden. Zumindest ein Haufen Schiss. Das hört sich zumindest danach an. Ah ja. So. Und weg. Bam. Alles klar. Gut, den hätten wir auch erledigt. Dann schauen wir doch mal, was wir jetzt hier so finden. Die ASD. Jetzt nach oben und hier geht's auf. Oha. Ja, das wird wahrscheinlich. Na. Okay. Ja, hier oben. Hier soll es wohl lang gehen später. Alles klar. Hoch. Du dumme Sau. Du hast auf den Nali geschossen. Ich habe es genau gesehen. Ist der hier runtergeflogen? Jo, ist er. Okay, alles klar. Hier ist noch einer. An der Sorte. Du hässliches Tier. Verschwinde. Ach hey, wir kommen auch nicht mal raus. Ganz klar. Unsere Rüstung geht auch langsam den Bach hinunter. Ist sich hier hinten alle verkrochen oder was? So. Ach ja, da fällt mir ein. Wir müssen auch mal die. Ja, das hätten wir ja schon mal eher machen können. Naja, die hätten wir. Also. Beim nächsten Mal werden wir die mal verwenden. Okay, hier kann man raus und denen geht es offensichtlich nicht so prickelnd. Naja. Die armen Nali. Okay,
Okay, da hinten gibt es nichts. Das heißt, wir schwimmen hier mal raus. Schauen nochmal hier oben nach. Da gibt es bloß Waffe, Munition für die Automag. Die können wir mal wieder auffüllen. Und dann düsen wir mal hier lang. Das ist nämlich mit den engen Gängen, ist das nämlich immer nicht so pralle. Gehst du? Puh. Scheiß Mann, ey. Die arme Sau. Einfach so um die Ecke gebracht. Oh, da kommt ein Fahrstuhl an, ich sitze genau. Den nehmen wir doch. Der langsamste Fahrstuhl der Welt. Okay, fährt er jetzt auch alleine wieder los? Ja, mach mal. Jo. Man kann mit dem Ding im Übrigen auch aufladen oder eine Granate schmeißen, sofern man das möchte, was aber auch nie immer was bringt. Und jetzt ist es im Zielerfassungsmodus. Jetzt hat er den Zielerfassungsmodus verloren. Kann man nämlich prima. Na, na, na. So. Geschnetzeltes machen aus den Scorch. So. Hallo Hepp, hallo Nali. Dich wollte ich nicht treffen. Aber hier gibt es doch mit Sicherheit wieder so ein. Ja, fantastisch. So. Der war mal gut. Prima funktioniert. Hm? Haust du ab? Na, bloß gut, dass wir umgewechselt haben. Das wäre sonst nicht hübsch geworden. Ja, mit der 8-Ball hätte man sich wahrscheinlich jetzt selber in die Luft gesprengt. Okay. Da haben wir wohl ein Seil gespannt. Ja, am Balancieren sind wir gut. Ja, 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 ja. Ach, sa, sa, sa. Ich will ja nichts sagen, aber... Also, gefährlich ist das ja überhaupt nie, ne? Okay, probieren wir es mal weiter. Yep. Jetzt kennen wir weiter. Ja, ich gehe mal vor hier. Du bist bestimmt wieder geschnetzelt hier. Ich? Hallo? 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 Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Alter Schwede. Sind wir denn hier gelandet? Okay, dann nehmen wir doch mal die hier. Ich finde so viel Munition davon noch nie. Das sieht ja witzig aus. Naja, gucken wir mal. Was hast du denn zu erzählen? Wo willst du uns denn hinführen hier? Ja.
Off the Flow ist okay. Das habe ich verstanden. Speichern wir doch mal. Ist aber schön, dass du uns hier begleitest. Aber hier ein bisschen im Schussfeld, muss ich sagen. Ist da vorne irgendwer? Nee. Okay. Luft sieht rein aus. Okay. Hä? Ist runtergefallen? Weggeschwommen? Kommen wir hier drunter? Ist hier was? Hm. Schade, also runter kann man, aber geben tut's ja nichts. Gut. Alles klar, dann gehen wir mal hier rauf.